Close Protection Team Kabul, die Personenschützer der Bundeswehr in Afghanistan. Die besondere Herausforderung ist im Endeffekt die genaue Gefahrenanalyse und die jeweilige Planung, die Evakuierung im Falle, wenn irgendwas passieren sollte. Man muss sehr, sehr flexibel reagieren. Meistens ist die Schutzperson sehr beschäftigt im Fahrzeug, bereitet sich auf den jeweiligen Termin vor, während wir dann fahren. Dann begibt sich die Person in das Gebäude zu dem jeweiligen Termin, während wir uns schon wieder für die Rückfahrt vorbereiten, beziehungsweise ein Teil vom Personenschutzkommando dann natürlich auch die Schutzperson begleiten. Die detaillierte Einsatztaktik, die kann ich Ihnen hier nicht nennen, aber man sieht es ja auch so offen auf der Straße. Wir sind manchmal mit 2, mit 3 oder auch mit 4 Fahrzeugen unterwegs. Wir haben auch ganz klare Vorgaben, wie wir zu fahren haben. Da gibt es die Driving Directive vom Com ISAF. Da haben sich alle Soldaten dran zu halten. Und wilde Sau kann man hier auf den Straßen auch nicht spielen. Das erste Auto wird jetzt im statischen Block sitzen, sodass zwei und kleiner vorbeikommen. Wo die Schutzperson sitzt, das ist immer unterschiedlich. Die Fahrzeuge sehen auch alle gleich aus. Das heißt, auch ein Tauschen der Fahrzeuge während der Fahrt ist mit eingebunden in den jeweiligen Einsatz. Und daher ist es auch von außen auch überhaupt nicht erkennbar, wo sitzt die Schutzperson oder wo müsste ich jetzt als Attentäter einen Anschlag starten.